Heute bei Wer weiß denn sowas? Wanda Perlewitz im Team mit Bernhard Hoecker und sie spielen gegen Sven Fricke und Elton das Großstadtrevier-Duell. Es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir starten mit Ihnen beschwingt in die neue Woche. Freuen Sie sich auf die nächsten 5 Tage mit uns gemeinsam, hier immer pünktlich um 18 Uhr. Und freuen Sie sich heute direkt im Anschluss auf die 9 Folgen Großstadtrevier. Hier im Ersten, direkt nach Wer weiß denn sowas, geht's heute los mit den 9 Folgen. Und da passen unsere beiden Gäste natürlich super dazu. Ja? Herzlich willkommen, Wanda Perlewitz im Team mit Bernhard. Danke. Die Nina Sewekin im Großstadtrevier. Ja, und das auch schon seit 2012. 12, ja. Genau. Du hast als Schülerin da angefangen? Als Baby. Als Baby. Ne? Du warst ein Filmkind ja, in der Serie, ja, als du gestartet hast. Ne? Ja, aber das ist natürlich nicht alles, was du in deinem schauspielerischen Leben schon so gemacht hast. Ne? Hast in vielen tollen, großen Kinofilmen gespielt, vielen Fernsehfilmen, Fernsehserien warst du auch schon dabei. Und vor allen Dingen eine große Liebe zum Theater hast du. Mhm, ja. Ja. Ich bin im Theater so ein bisschen aufgewachsen, sage ich immer. Weil ich, wenn meine Mutter niemanden zum Betreuen hatte, war ich dann irgendwie in der Garderobe oder beim Tonmann und habe mit dem Karten gespielt. Also ja. Theater ist tatsächlich so ein bisschen mein zweites Zuhause. Dir wurde die Schauspielerei tatsächlich sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Ne? Mama Schauspielerin, Papa Schauspieler, Regisseur und so. Ne? Im Grunde hattest du gar keine Chance, du hattest gar keine andere Wahl. Aber gut, dass es so gekommen ist. Schön, dass du heute hier bist. Wanda im Team mit Bernhard, herzlich willkommen. Und Ihnen gegenüber Sven Fricke. Hallo. Und auch das verbindet euch zum einen die Liebe zum Theater. Ja, da hat er für dich auch alles angehört. Du Absolut. Bist relativ spät erst zu Film und Serie und so weiter gekommen. Lange, lange, lange. Mit dem Großstadtrevier quasi. Ja, damit hat es angefangen und bist auch schon seit 2012 dabei. Also seid gemeinsam damals eingestiegen. Genau. Und das ist ja ein absoluter Klassiker hier im Ersten. Absolut. Ja. Kannst du dir ein Leben ohne Großstadtrevier überhaupt noch vorstellen? Mittlerweile eher nicht, nee. Nee. Ja. Also vor 2012 war das natürlich anders, aber jetzt ist das natürlich das ist ein Teil meines Körpers und meines Lebens geworden. Und du bist als Daniel Schirmer als in der Serie bist du ja Wanda dann doch weisungsbefugt, ne? Weil du bist deutlich Dienstgrad höher. Ja, aber das ist sozusagen, das ist auf den Schultern, aber das hat für das reale Leben und auch für das Leben der Figuren miteinander keinerlei Auswirkungen. Aber vielleicht kannst du das ja heute hier in der Sendung mal ausnutzen. Das ja, in die Schranken. Heute definitiv. Ja, viel Spaß und viel Erfolg mit Elton. Sven, schön, dass du dabei bist. Und gleich was sehr Passendes, Spannendes, Interessantes zum Anfang. Wissen Sie eigentlich, dass man an der Polizeischule in Oldenburg seit 2017 auch Plattdeutsch lernen kann? Ach, auch? Macht hier im Norden auch Sinn. Also, ne? Ja, Polizei auf Plattdeutsch, die Gendarmes. Geil. Ne? Muss man wissen, ja. Sie brucken die Gendarmes gegenüber nichts sagen. Sie müssen der Polizei gegenüber nichts sagen. Ja? Ja, kann man vielleicht mal brauchen. Wer weiß, wo man mal so rumkommt oder in Schwierigkeiten kommt. Jetzt gucken wir mal auf die Zuschauerverteilung im virtuellen Publikum. Hinter Wanda und Bernhard 52 Zuschauer. Hinter Sven und Elton 39. Das heißt, Team Bernhard darf gleich die erste Kategorie auswählen. Aber jetzt schauen wir erst mal, was heute alles dabei ist. Hier sind die 12 Kategorien. Hier ist die Wand. Wir haben heute dabei im Garten Royals, Einspruch, Backstube, Wolkenkratzer, Clever, Zuhause, Straßenverkehr, das Fragezeichen, Trick 17, tierisch, tierisch und wie bitte? Ihr habt das Erstwahlrecht, 500 Euro für jede richtige Antwort und beide Teams haben einen, beziehungsweise beide Gäste haben einen Videojoker dabei. Nehmen wir doch Zuhause, da sind wir jetzt sowieso relativ viel. Ja, genau. Dann starten wir damit durch. Erste Frage. Durch das sogenannte Fogging entsteht Schwarzstaub im Haushalt, wenn A. Wärme elektronische Geräte mit der Wandfarbe reagiert, B. sich flüchtige Substanzen mit Feinstaub verbinden oder C. Abgase durch ein defektes Heizungsventil austreten. Mhm. Das ist interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass ich das zu Hause habe, weil ich an einer großen Straße, an einer vielbefahrenen Straße wohne
und tatsächlich überall so immer diesen Feinstaub habe. Diesen, ich denke, dass es von der Straße kommt. Deswegen springt mich eigentlich B an. Wie sieht das genau aus? Also du hast auf irgendwelchen Flächen in Ecken sammelt sich schwarzer Staub sozusagen, ja? Relativ schnell, ja. Ja, genau, genau. Also überall, ich würde sagen, in der ganzen Wohnung. Man muss relativ viel Staub saugen und sauber machen. Das wäre so ein Tipp von mir. Fegen, saugen, sehr oft wischen. Muss man, ja, ja. Aber Tipp öfter von mir, als Wohnung wechseln. Wohnung ziehen. Ja, in Hamburg nicht so einfach. Aber es ist eine schöne Wohnung sonst. Ja, eben. Also deswegen Wärme, elektronische Geräte mit Wandfarbe. Das heißt, es ist jetzt nicht nur in der Nähe vom, keine Ahnung, vom Toaster, sondern es ist im ganzen Haus. Ja, also, also da, wo das Fenster zur Straße auf ist viel. Zum Beispiel im Bad ist es immer auf. Ja, ich würde B. Findest du auch? Ja. Ja? Ja, nach den Erfahrungen, ich sehe es quasi vor mir, deine schwarze Wohnung. Okay. Wir nehmen B. So schnell kann aus einem Alltagsproblem ein Erfolg in einer Sendung wie der unseren entstehen. Ja, lustig. Ja, mal gucken. Beim Fogging lagert sich schmieriger Schwarzstaub im Haushalt meist über Heizkörpern, an Fenstern sowie in Zimmerecken ab und lässt sich nur schwer entfernen. Er entsteht, wenn sich flüchtige Substanzen wie Lösemittel und Weichmacher aus Einrichtungsgegenständen und Reinigungsmitteln mit Feinstaubpartikeln verbinden. Häufig ist die Feinstaubbelastung in der Raumluft durch den Gebrauch von Kerzen und Duftölen erhöht. Gegen die Ablagerungen helfen eine gleichbleibende Raumtemperatur, regelmäßiges Lüften und eine Reduzierung der Substanzen. Nicht ganz deine Geschichte, aber genau richtig. Und ich glaube auch nicht ganz eine Lösung für dein Problem, weil regelmäßiges Lüften würde in deinem Fall das Problem ja eher verschlimmern. Ja, das ist nicht gut. Ja? Aber richtige Antwort, das ist das alles Entscheidende, die ersten 500 Euro. Ja. Ich finde, Trick 17 klingt irgendwie nach so mysteriös. Mysteriös. Magic. Um das Brennen auf der Haut nach dem Schneiden von Chilischoten zu beseitigen, sollten die Hände A. mit grobem Salz abgerubbelt und mit Babypuder bestäubt werden, B. in eine Schüssel mit Eis gehalten und trocken geföhnt werden oder C. mit Speiseöl eingerieben und mit Spülmittel gewaschen werden. Ah, ja. Ja, das ist ja auch wirklich unangenehm. Also ich würde tendenziell, es gibt ja diese Chilischoten im Öl, ne, wo das so eingelegt ist und das löst es ja aus dem, also das Scharfe wahrscheinlich so ein bisschen aus den Schoten und das Spülmittel wäre dann fettlöslich. Also tut man erst quasi mit Speiseöl die Hände und da gehen dann die ganzen, dieses ganze, der Scharfmacher geht dann in das Öl, würde ich jetzt mal. Mhm. Und dann macht man das geschärfte Öl mit dem Spülmittel weg. Weil Schüssel mit Eis wüsste ich nicht. Die Schüssel mit Eis werde ich ja auch sofort erstmal ausschließen. Zieht sich alles zusammen und dann trocken geföhnt. Und dann soll man ja auch Milch trinken und kein Wasser, ne? Genau, darauf würde ich mich auch kommen, weil Milch halt auch fettig ist, Eiweiß ist. Deswegen wäre ich auch eher bei C tatsächlich. Dann sind wir uns ja fast einig. Ich finde das gut. Wir nehmen C. Versuchen wir es. Und wenn es hilft, wäre ja super. Wer Chilischoten ohne Einweghandschuhe schneidet, verspürt oft ein unangenehmes Brennen auf der Haut. Verantwortlich dafür ist das enthaltene Capsaicin. Da es fettlöslich ist, lässt es sich mit herkömmlichem Speiseöl entfernen. Dafür werden die Hände und besonders das Nagelbett gründlich mit Öl eingerieben und anschließend mit warmem Wasser und Spülmittel gewaschen. Der Spülschaum beseitigt das Öl von den Händen und das Brennen ist verschwunden. Was ein Einstieg. Sehr gut, auch für euch die ersten 500 Euro. Ja, und so ein ganz zufriedenes Siehste. Ja. Clever wäre jetzt auch eine... Clever. Wäre jetzt auch eine Chili-Frage und Straßenverkehr, wenn du einen Führerschein hast. Oh Gott. Hast du vielleicht sogar während deiner Ermittlungsarbeit mal irgendeine Regel von mitbekommen? Was, also aber such auch clever finde ich gut. Dann nehmen wir clever. Ja. Ist vielleicht keine Chili, aber vielleicht eine chillige Frage. Eine chillige Frage. Okay. Wie sollte reagiert werden, wenn sich eine Fledermaus in die Wohnung verirrt hat? A. Alle Türen öffnen, Radio anschalten und laute Geräusche erzeugen. B. Zimmertür schließen, Fenster öffnen und Licht ausschalten. Oder C. Vorhänge zuziehen und sie mit einem Bettlaken einfangen. Ist ja gerade, wenn man an großen Straßen mit hoher Feinstaubbelastung wohnt. Ich kenne mich ziemlich gut aus mit Fledermäusen eigentlich, aber... Ich kann sagen, was hast du denn noch alles in der Wohnung? Spontan.
tatsächlich spontan denkt man so, B ist irgendwie das Plausibelste, ne? Ja, also alle Türen öffnen, Radio anschalten und laute Geräusche erzeugen. Alle also, Türen öffnen? Das ist ja schon mal... Man muss Wo sollen ja, sie denn hin? Eben, man, soll ja min, also man muss ja auf jeden Fall den Raum verkleinern, in dem sie sich nicht bewegen sollen. Ja. So, also ist A schon mal definitiv. Ja, raus. Mit dem Bettlaken Vorhänge zuziehen, damit es wahrscheinlich dunkel wird, ja? Damit naja, ich glaube, damit sie nicht rausfliegt oder gegen die Scheibe fliegt und dann mit dem Bettlaken einfangen, das ist natürlich schon eine, also ich sag mal so, wenn du sie dann hast, dann musst du ja echt aufpassen, dass der aber nichts passiert. Aber die kratzt doch so. Bestimmt auch. Und ja, also, das macht würde sonst ich, was. Da würde ich von abraten. Ja, B, oder? Ihr könnt direkt weitermachen. B. 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 Ich glaube, ihr habt bei Antwort C1 übersehen. Oh. Bettlaken. Batman. Vor allem im Spätsommer verirren sich Fledermäuse häufig in Wohnungen, da sie auf der Suche nach Winterquartieren ausschwärmen. Um ihnen hinauszuhelfen, ohne sie zu verletzen, sollte die Zimmertür geschlossen werden. So verirren sich die Tiere nicht in andere Räume. Nun werden alle Fenster weit geöffnet und das Licht ausgeschaltet. Die Tiere fliegen dann nicht auf Sicht, sondern mit Echoortung und finden leichter den Weg nach draußen. €1.000. Ich finde die Herleitung oder die Herleitung, die Bernhard gerade sagte, von wegen Straßenverkehr. Das war meine Herleitung. Ja, meine ich ja. Zu ja spät. Meine Herleitung für meinen Gast. Nee, finde ich für uns. Ja, ich finde auch. Wir überholen. Jetzt warte ab, was kommt. Das war eine Falle. Bei Verkehrsampeln in Österreich. Ah, Scheiße. Ihr müsst um Amtshilfe ersuchen. Ah, ja. A. Kündigt ein viermaliges Grünblinken das Ende der Grünphase an. Hm. B. Lassen sich Gelbphasen per Lichthupe aus der Ferne verlängern. Nein. Oder C. Erklärt bei langen Rotphasen ein LED-Bildschirmtext den Grund. Also das Zweite würde ich sofort ausschließen. Aber das ist ein Quatsch. Wenn da die ganze Zeit, da fährt man ja nur drauf los und ist die ganze Zeit am Lichthupe geben. Ja, bin ich dabei. Lange Rotphasen, ein LED-Bildschirmtext mit der Begründung. Das würde ich, also grundsätzlich würde ich denen zutrauen, dass die sozusagen, weil es gibt auch in Wien, da gibt es dann überall so Tafeln. Hier wurde 1978 der 500. Kilometer Kabelkanal fürs Fernsehen verlegt. Oder also ständige Erinnerungen an irgendetwas, wirklich, das hängt da. Also da gibt es irgendwie so einen Informationsdruck. Der Eltner hat auch so eine Tafel in Wien. Ja? Am Naschmarkt. Habe ich nicht gefunden. Da. Ich würde trotzdem auf dieses Grünblinken tippen, weil ich meine, dass ich das auch schon mal gesehen habe. Ja, wahrscheinlich haben die nicht grün-gelb die Phase, sondern einfach nur viermal grün und dann geht es sofort. Stimmt, dann wird sofort rot. Und erst rot. Naja, vielleicht gelb auch noch, aber. Also ich bin auch bei. Also ich meine, dass ich so ein blinkendes Grün schon gesehen habe. Ah. Ja, ja. A, finde ich auch. Schon 1969 wurde eine Besonderheit bei österreichischen Ampeln eingeführt. Ein viermaliges Grün-Blinken deutet den bevorstehenden Wechsel auf Gelb an. Das Befahren bzw. Betreten der Kreuzung ist währenddessen noch erlaubt. Bis 1988 wurden sämtliche Ampelanlagen in Österreich entsprechend umgestellt. Studien zufolge kann diese Signalfolge zu weniger Rotlichtverstößen führen. Außerdem wird das Grün-Blinken von vielen Fahrerinnen und Fahrern geschätzt. Richtige Antwort, €1.000. Die Formulierung kann es und viele Grüße an unsere zahlreichen österreichischen Zuschauer mal an der Stelle. Danke, dass ihr auch mal mit dabei seid. Hier, eine Tierfrage. Ich Wolkenkratzer oder Einspruch wäre jetzt so meine nächste, aber wenn du Tiere magst... Wolkenkratzer ist so... Wolkenkratzer. Warum nicht? Finde ich spannend. Lass Wolkenkratzer. Das ist auch eine eher selten vertretene Kategorie. In den 1930er Jahren erhielt das Empire State Building den Spitznamen A. Mayor's Pencil, da der Bürgermeister dort ein Büro hatte. B. Empty State Building, da das Gebäude fast leer stand. Oder C. Skinny Joe, weil es der bis dato schmalste Wolkenkratzer war. Ja, ich bin da tatsächlich. Völlig aufgeschmissen? Oder relativ, ja. Ziemlich aufgeschmissen, ja. Dann lass uns das mal langsam angehen. Ja. Major's Pencil, da der Bürgermeister dort ein Büro hatte.
Glaube ich nicht, dass der, weil der da, also es könnte, warum, also, ich würde nichts ausschließen jetzt wirklich im Sinne von, das bin ich mir total sicher, aber das halte ich für eher unwahrscheinlich. Ja. Ich kann mir eher vorstellen, dass das wirklich das, war das Höchste und es war vor allen Dingen sehr, sehr dünn, eines der ersten sehr, sehr schmalen. Skinny Joe klingt auch so amerikanisch, dass die so einen, sich so einen Scherz, das passt irgendwie, finde ich. Dass sie das Skinny Joe nennen, könnte ich mir auch vorstellen. Was ist mit B? Also 20er Jahre, 29, da war ja die Wirtschaftskrise. Mhm. Ein Grund, warum das Empire State Building so schnell gebaut werden konnte, weil es so billig war. Weil es so billige Arbeitsplätze gab. Und die Frage ist, ob es danach leer stand. Aber MT State Building, da hätten die sich doch was Lustigeres ausgedacht als MT State Building. Denke ich auch. Skinny Joe. Skinny Joe ist irgendwie passender, lustiger. C. 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 So mal, den Skinny Joe. Mitten in der Weltwirtschaftskrise eröffnete 1931 das Empire State Building in New York. Den Großteil der Einnahmen erwirtschaftete es durch zahlende Besucher der Aussichtsplattform. Mehr als die Hälfte der Büroflächen stand leer, was dem Wolkenkratzer den Spitznamen Empty State Building einbrachte. Erst ab den 1950er Jahren konnte das Empire State Building Gewinne erzielen. Wirtschaftskrise halt. Ah, das ist dann immer besonders ärgerlich, wenn man es eigentlich richtig erklärt hat und dann den falschen Schuss rausgezogen. Ich dachte, das ist, es bleibt ein Spiel. 1000 Euro sind es, 1000 Euro bleiben es. So. Ihr könnt in Führung gehen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, was ich hinter wie bitte. Das können wir uns ja angucken. Das ist meistens eine verrückte Schlagzeile. Können wir uns gerne angucken. Ach so, was, also so ein oh wie bitte? Genau. Ah ja, sowas. Ich hätte Bock. Ich hätte Bock. Wir liegen jetzt vor. Wie bitte? Der US-Schauspieler Charlie Sheen kaufte einst 2615 Baseball-Tickets in einem Zuschauerblock auf, um A, seine Chancen zu erhöhen, einen Home-Run-Ball zu fangen, B, einen Spieler beim Heiratsantrag zu unterstützen oder C, während des gesamten Spiels in der Sonne zu sitzen. Er ist ja tatsächlich, dem ist alles zuzutrauen. A, seine Chancen zu erhöhen, einen Home-Run-Ball zu fangen. Naja, nee, gut, wenn er halt in den Block fällt, ne, dann ist das... Ja, aber du musst trotzdem erstmal hinlaufen. Ja, wollte gerade sagen, so ein riesen Block. Und über die Stufen rüber und so. Und wenn man den fangen will, also keine Ahnung, wie wörtlich jetzt fangen gemeint ist, aber... Aber also vorstellen kann ich mir das irgendwie schon. So, einen Spieler beim Heiratsantrag zu unterstützen. Hm. Warum sitzt er dann da alleine? Ja. Willst du ihn heiraten? Also... Ich habe da leider keine Idee. Meine Tendenz geht so ein bisschen in Richtung C, weil ja sozusagen das, was man von Charlie Sheen so gelesen hat, ja schon so ein bisschen was eher so ein bisschen... Also man hatte so das Gefühl, das Universum, die Sonne, um die Charlie Sheens Leben kreist, ist Charlie Sheen. und das geht mit der Sonne zusammen. Spieler beim Heiratsantrag unterstützen hat so was irgendwie Selbstloses, dass ich ihm zumindest in seiner harten Zeit jetzt nicht unbedingt zutrauen würde. Und sich einen ganzen Block zu kaufen, damit man immer Sonne hat, würde ich ihm eher zutrauen. Von dem, was ich so aus The Yellow Breath über Charlie Sheen weiß. Ist das was für einen Joker? Ja, ist das, ja. Vielleicht. Vielleicht ist das, er könnte das wissen. Ja, sollen wir ihn anrufen? Ja. Wer ist es denn? Das ist Mark Zwins. Zu dem du in welchem Verhältnis stehst? Der war lange Jahre mein Counterpart im Großstadtrevier in der Wache. Ja. Und ist mir, wir haben auch miteinander sozusagen eine Audioserie aufgenommen und arbeiten auch weiter zusammen. Und er ist mir, mir sehr ans Herz gewachsen in den Jahren, die wir zusammen unterwegs waren. Also nicht nur ein Kollege, sondern auch ein Stück ein Freund. Ja, würde ich schon sagen. Ja? Marc, mal gucken, ob er hier helfen kann. Na, da wird er ja sein. Hallo. Marc, hallo. Guck mal, bist du auch ein bisschen aufgeregt? Heute Abend geht's ja los mit den neuen Folgen Großstadtrevier, direkt im Anschluss an unsere Sendung. Also selbstverständlich bin ich aufgeregt. Ich habe deswegen extra noch diese Lockdown-Locke stehen lassen, damit man den Unterschied sehen kann zu den neuen Folgen, wo wir wieder alle ganz aufgeräumt und wunderbar aussehen. Natürlich, ja. Marc, du bist natürlich, gehe ich davon aus, auch großer Filmfan. Yes. Ja. Wie gut kennst du dich mit Charlie Sheen aus?
Hervorragend. War schön, dich zu hören. Also hervorragend. Ja? Kein Film von Charlie Sheen, den ich nicht okay, das, gehört habe. Das könnte helfen bei der Beantwortung folgender Frage. Der US-Schauspieler Charlie Sheen kaufte einst 2615 Baseball-Tickets in einem Zuschauerblock auf, um A. seine Chancen zu erhöhen, einen Home-Run-Ball zu fangen, B. einen Spieler beim Heiratsantrag zu unterstützen oder C. während des gesamten Spiels in der Sonne zu sitzen. Moment, sag nix, Er weiß es. Ich sag euch, er weiß es. Ich weiß es hundertprozentig nicht, aber ich sage trotzdem mit völliger Entschlossenheit, du bist so ein guter Schauspieler. Ich hätte jetzt wirklich zu 1000% gesagt, du weißt es. Vielen Dank. Ja, also du tippst auf Antwort C und sagst, wo Charlie saß, schien die Sonne. Oh. Charlie Sheen spielte 1989 in der Filmkomödie Die Indianer von Cleveland die Rolle des Pitchers und ist auch privat ein großer Baseball-Fan. 1996 kaufte er 2615 Tickets für ein Major-League-Spiel zwischen den California Angels und den Detroit Tigers. Fast 3 Stunden saß Sheen mit 3 Freunden hinter dem linken Außenfeld im kalifornischen Anaheim Stadium in der Hoffnung, einen Home-Run-Ball fangen zu können. Er ging jedoch mit leeren Händen heim, weil an dem Tag leider kein Ball in seine Richtung geschlagen wurde. Gut. Aber was soll man kann nicht immer gewinnen. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann dich beruhigen, es läuft bis hierhin ganz gut für die beiden. Okay. Und wir haben noch einige Fragen im Spiel. Ja? Okay. Also, toi für die neuen Folgen Großstadtrevier. Danke, bleib gesund, auf bald. Ciao. Tschüss. So, ihr habt die nächste Wahl. Einspruch. Wir nehmen Einspruch. Euer Ehren. Wer vorübergehend im EU-Ausland arbeitet oder während der Dienstzeit im EU-Ausland tankt, A. braucht dazu eine Entsendebescheinigung des Arbeitgebers, B. muss mindestens seit 3 Monaten beim gleichen Arbeitgeber sein oder C. ist verpflichtet, sich nach der Rückreise online beim Zoll zu melden. Also, das ist ja abgefahren. Mindestens seit 3 Monaten beim gleichen Arbeitgeber, das würde ich mal ausschließen, B. Das hieß ja, du kannst, wenn du das dann... Das hieß ja, ich könnte nicht da drehen, wenn ich da jetzt ein neues Projekt hätte. Ja, ich überlege jetzt sofort, wenn du in... Wer während der Dienstzeit im... Sich also, nach der Rückreise online beim Zoll zu melden, das sind natürlich wegen Steuern, macht das schon Sinn. Oder? Ja, also ich arbeite ja auch manchmal im EU-Ausland. Wie ich so gerne sage, ich arbeite ja auch manchmal außerhalb der EU. In was der machst Schweiz, du da? Theater. Also ich weiß, dass die Abrechnungen immer etwas komplizierter waren, aber ob das über den Zoll lief, weiß ich nicht. Oder ob das einfach über das lief über das Finanzamt. Ja. Yeah. Ist verpflichtet, sich nach der Rückreise online beim Zoll zu melden. Ja, weil das Arbeitszeit, die du da verbracht hast vielleicht. Ich kann mir am ehesten A vorstellen, damit du dann versichert bist. Aha. Das ist so ein Ding, dass du auch im EU-Ausland versichert bist. Deshalb wäre ich eher bei A als bei C. Ja, ich würde mit dir zu Dein Joker ist nicht zufällig Jurist oder EU-Ausländer. Nee. Gut. Dann ist es A, damit man versichert bleibt. Das wäre so ein... Gut. Ich wäre eher bei Versicherung als bei Zoll ist eher Steuer. Ich fange jetzt an, mir das gut zu reden, aber ich muss nur zugucken eigentlich. Sind Angestellte oder Selbstständige, die in der EU leben, nur vorübergehend in einem anderen EU-Mitgliedstaat beruflich tätig, handelt es sich um eine sogenannte Entsendung. Das gilt auch für kurze Einsätze wie das Tanken mit dem Dienstwagen. Mit einer A1-Bescheinigung müssen Erwerbstätige seit 2010 nachweisen, dass die Sozialversicherungsrechte des Heimatlandes für sie maßgebend sind. Ohne Bescheinigung können lokale Sozialabgaben und damit doppelte Beiträge fällig werden. Zudem drohen in einigen Ländern Bußgelder. Das füllen wir immer aus. Das machen wir sogar. Ja. Hier steht bei 1500. Wo geht die Reise bei euch hin? Ja. Also ich wäre jetzt irgendwie Backstube im Garten oder das Fragezeichen. Aus denen darfst du dir jetzt eins auswählen. Okay. Fragezeichen.
Tiere. Mit welchem Konzept aus den 1970ern hat der Japaner Masanobu Fukuoka heute noch weltweit großen Einfluss? A. Ausschlafuniversität, B. Aufgabenaufschiebmanagement oder C. Nichtstun-Landwirtschaft? Masanobu Fukuoka. Mhm. Also dieses Aufgabenaufschiebmanagement. Ja. Mhm. Also natürlich gibt es so ein Konzept, erst wichtige Aufgaben machen und alles andere erstmal nach hinten schieben. Es gibt eigentlich alles. Es gibt auch diese Ausschlafuniversität nach dem Motto, schlaf erstmal aus und komm erst um 10 oder sowas zur Schule. Ja. Das ist vielleicht manchmal besser, als wenn du morgens um 8 Uhr schon sitzt und noch total müde bist. Total, aber da steht ja was von weltweit großen Einfluss. Also ich habe ja auch mal ein bisschen studiert und ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur im Entferntesten von sozusagen, den Kurs bieten wir auch nachmittags an. Das gab es irgendwie nicht. Also, was hätte es denn mal sein sollen? Ein Lehramtsstudium war es, Deutsch und Französisch auf Lehramt. Weil ich so dachte, ach, da habe ich wenigstens Publikum im Zweifel. wenn das mit der Schauspielschule nichts wird. Und es gibt doch auch diese Aufräumfrau, die diese Aufräumserie hatte. War die auch Japanerin? Die ist auch Japanerin. Also vielleicht haben die irgendwas so mit Logistik. Ich glaube, sie ist es sogar immer noch. Sie ist immer noch Japanerin? Mhm. Sachen gibt's. Und ich glaube nicht an Nichtstun-Landwirtschaft. Also ich kann mir vorstellen, bei Nichtstun, also wenn das wörtlich genommen wird, ist mit Wirtschaft auch nichts mehr zu machen. Und vor allen Dingen B passt ja auch auf A und C. Weil ich mache erst mal eine Aufgabe, ich bewirtschafte den Acker zum Beispiel und schiebe erst mal alles nach hinten und danach mache ich erst mal nichts. Genau. Und schlafe aus. Schau, was passiert. Schlaf aus. Leg mich erst mal hin. Also ich bin ja auch, also wollen wir B nehmen? Ja. Dann nehmen wir B. Schauen wir es uns an, was er da konzipiert hat. Der 1913 geborene Japaner Masanobu Fukuoka arbeitete als Mikrobiologe, bevor er Landwirt wurde. Mit sogenannten Samenbomben säte er zunächst Pflanzen wie Rettich oder Reis aus und überließ sie den regulierenden Faktoren der Natur, bis er sie ernten konnte. Sein Ziel war es, ein ökologisches Gleichgewicht in der Landwirtschaft zu etablieren, in dem möglichst wenig Einmischung des Menschen erforderlich ist. Sein vom Daoismus geprägtes Konzept wird auch als Nichtstun-Landwirtschaft bezeichnet und inspiriert den weltweiten Ökolandbau bis heute. Ja, ja, ja. Also zwischen Aussaat und Ernte wird nichts getan, nichts optimiert. Das beschreibt es. Es bleibt bei 1000 Euro. Ihr könntet euch ein Stück absetzen. Ja, wir nehmen tierisch-tierisch. Royals, Backstube tierisch-tierisch. Welches Verhalten wies ein Forschungsteam 2020 bei Hummeln nach? A. Sie markieren ihr Revier mit Flügelabdrücken auf Blütenblättern. B. Sie ändern ihr Flugverhalten, um durch enge Öffnungen zu passen. Oder C. Bei hohen Umgebungstemperaturen stutzen sie ihre Härchen. Oh. Oh Gott. Markieren ihr Revier finde ich total interessant. Also das wäre ja lustig. Das heißt, die setzen sich auf so eine Blume drauf. Machen so. Und dann kommt eine andere Fliege und sagt, oh. Oh, da war schon. Eine andere Hummel und sagt, oi, oi, oi. Nicht mein Hut. Nicht mein, genau. Nee. Sie ändern ihr Flugverhalten, um durch enge Öffnungen zu passen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die, wenn es engere Öffnungen sind, also irgendwie, was weiß ich, wenn die da durch Blätter, Bäume oder eine Blüte noch müssen, dass die dann vielleicht anders fliegen, dabei ein bisschen absinken, aber wenigstens durchkommen. Also jeder ändert ja sein Verhalten, wenn er durch eine enge Öffnung geht. Auch wir ändern unser Laufverhalten. Kommen wir mal zu C. Heieiei. Sie stutzen ihre Härchen bei hohen Umgebungstemperaturen. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Dann los. Abgefahren. Winterfell. Eine Sommerfrisur. Ja, macht auch irgendwie, aber stutzen, wie sollten sie die stutzen? Die abknabbern. Ich finde es, was ich komisch finde, hohe Umgebungstemperaturen. Das heißt, die fliegt, dann kommt die Sonne, die landet, knabbert die alle ab, fliegt weiter, ist Schatten, oh, blöd gelaufen. Nee, ich denke ja so nachts. Sommer, Winter, die Sommerfell, Sommer, Winterfell, Sommer, häuten sich, Schlangen, was weiß ich. Ich weiß, was du meinst, aber das lese ich in der Frage, in der Antwort nicht.
glaube auch nicht, dass die aktiv das machen müssen. Ich glaube, die Haare fallen dann eher aus und neue wachsen nach oder was weiß ich. Ich wäre eher bei B. B. Nimm. B. B wie Hummel. Ja. Okay. Bummel. Ja. Ein internationales Forschungsteam ließ für seine 2020 veröffentlichte Studie Hummeln durch verschiedene große schlitzartige Öffnungen fliegen. Die Hummeln untersuchten die Öffnungen zunächst aus mehreren Winkeln und tasteten sie mit den Flügeln ab. Dann passten sie ihr Flugverhalten den Gegebenheiten an. Teilweise durchflogen sie die Schlitze komplett seitwärts, wenn diese kleiner als ihre Flügelspannweite waren. Wie Hummeln trotz ihres relativ kleinen Gehirns ihre Körpergröße in Relation zu ihrer Umwelt abschätzen können, ist bislang nicht geklärt. Spannende Untersuchung, noch spannenderes Ergebnis und ihr seid bei 2000 Euro. Dranbleiben. Ich sag mal so, bis auf Royals kannst du dich... Ja, ich glaube, die Royals werden bis ganz zum Schluss übrig bleiben. Aber dann werden wir die trotzdem kriegen. Ja, ja. Ein bisschen lacht mich natürlich Backstube an. Joker. Backstube. Ist Backstube. Backstube. Die sogenannte Teigeinlage eines Brotes. Ja. A steht mit Salz im Verhältnis 5:1. B ist etwa 10-25% höher als das Verkaufsgewicht. Oder C verhindert, dass das Brot um mehr als 50% aufgeht. Teigeinlage. Wahrscheinlich ist es das, was man in die Backform oder auf das Blech legt, das dann ein Brot wird. Also das, was sozusagen die Teiggrundmasse, die man dann ausbäckt. Verhindert, dass das Brot um mehr als 50% aufgeht. Das geht ja quasi nur, dass man irgendwie so einen Deckel drauf tut beim Backen. Ich finde es hier an und für sich komisch, weil es ist doch schön, wenn das Brot so gut aufgeht. Ist etwa 10-25% höher als das Verkaufsgewicht. Sowas könnt ihr mir vorstellen auch. Ja, weil der Teig ist merkwürdiger. Der Teig ist schwer und merkwürdigerweise ist das Brot leichter. Aber da ist natürlich auch mehr Luft drin. Na, und die Feuchtigkeit geht ja auch raus, ne? Durch das Backen. Ja, also kann ich mir B vorstellen. A wäre ja, wenn ich 50 Gramm Teig habe, muss da 10 Gramm Salz rein. Ah, das ist viel zu viel. Dann hat man dann einen Salzteig, glaube ich, bei 1:5, oder? Ja. Vielleicht ist Teigeinlage, vielleicht ist das so eine Art Maßeinheit eher. Vielleicht ist das so, sozusagen, wir haben hier eine 700 Gramm Teigeinlage und das wird dann so ein 500 Gramm Brot oder so. Also wir haben nicht wirklich Ahnung, aber oder wir andersrum. Können das B gut erklären. Gehe ich richtig? Ja, aber das hat uns schon zweimal auch nicht geholfen. Nee, nicht wirklich. Nee, ich bin beim B. Teigeinlage. Sollen wir es nehmen? B. Wir nehmen B, genau. Brot und Salz verschenkt man ja gerne, wenn man Menschen zum Einzug Brot und Salz, etwas Gott mitbringt. Erhalt. Die sogenannte Teigeinlage beschreibt im Bäckerjargon die Menge an Teig, die für die Herstellung eines Gebäcks benötigt wird. Das Verkaufsgewicht eines Gebäcks kann jedoch deutlich niedriger als die Teigeinlage sein. Das liegt am sogenannten Backverlust. Durch das verdampfende Wasser im Ofen verliert ein Gebäck, je nach Art, zwischen 10-25% Gewicht. Dieser Verlust wird bei der Vorbereitung des Teiges bereits vom Bäcker einkalkuliert. Sehr gut und vor allen Dingen sehr richtig erklärt. 1500 Euro für Sven Fricke und Elton. Sehr gut. So. Ihr dürft noch mal wählen, im Garten oder Royals? Sag es. Wir wagen uns an die Royals. Ja. Und den Joker habt ihr ja auch noch. Ja, wir haben natürlich noch den Joker. Und no. Das ist eine Was machte der Erzbischof von Canterbury bei der Krönungszeremonie von Queen Elizabeth II? Ich hab gesehen, das muss in der ersten Staffel. Er biss heimlich in eine reingeschmuggelte Hähnchenkeule. Oh. Nee. B. Er bat darum, einmal kurz die Krone aufsetzen zu dürfen. Nein. Oder C. Er bot der Queen einen Schluck aus seinem Brandy-Fläschchen an. Nein. Nichts davon ist gezeigt worden in der Serie. Das kann aber nicht wahr sein. Was? D oder E? D oder E. Okay. Also das mit der Krone würde er nie tun, glaube ich. Das ist ja so heilig und so, oder? Nein, das, ja, das würde er doch nicht tun. Kann ich mal kurz? Danke. Brandy kann ich mir irgendwie Brandy vorstellen. Brandy kann ich mir vorstellen. Die war total aufgeregt. Ja. Und dann hat er gesagt,
Trink ein Schlückchen. Bisschen Schluck. Ja, das ist gut für die Nerven. Doch, das kann ich mir gut vorstellen. Oh, Brandy. Weil bis heimlich in eine reingeschmuggelte Hähnchenkeule ist ja wirklich abgefahren, oder? Aber wir rufen auf jeden Fall an. Wir rufen ihn an, ja. Aber ja, haben wen rufen wir an? C-Gefühl. Ja, okay, wen rufen wir denn an? Wir rufen Sören an. Ja. Sören Hüper ist Drehbuchautor und schreibt auch für uns. Das Großstadtrevier? Das Großstadtrevier. Und er weiß wirklich extrem viel. Er hat so einen Kneipenquiz in Hamburg, was er immer wieder veranstaltet. Eieieiei. Ja, das stimmt. Also gerade hier die Quiz-Champions, die kennen sich ja in vielen Bereichen gut aus. Hallo. Sören, herzlich willkommen bei uns in unserer schönen Sendung. Hallo Herr Plauner, hallo Wanda. Tag. Sören, wir sind bei der letzten Frage aus der Kategorie Royals. Was machte der Erzbischof von Canterbury bei der Krönungszeremonie von Queen Elizabeth II.? A. Er biss heimlich in eine reingeschmuggelte Hähnchenkeule. B. Er bat darum, einmal kurz die Krone aufsetzen zu dürfen. Oder C. Er bot der Queen einen Schluck aus seinem Brandy-Fläschchen an. Puh, also, da kann ich jetzt nur raten. Mhm. Was ist denn dein Gefühl? Was ist dein erstes Gefühl? Ich würde den Hähnchenschenkel mal ausschließen und ich glaube am ehesten an den Brandy. Ja. Okay. Aber es ist völlig geraten, Wanda. Tut mir leid. Aber das geht uns auch so. Wir sind auch beim Brandy am ehesten. Ja. Ja. Ich glaube, wenn das mit der Krone wäre, dann wüsste man das. Aber vielleicht weiß auch nur ich es nicht. Ja. Okay. Okay, man muss sich entscheiden. Ich bleib bei C. Ja. C. Wir widersprechen dem auch nicht. Der Brandy, genau. Da und ich hoffe, ich stürze euch nicht ins Unglück. Nein. Wir sind alles safe. Wir sind auf der sicheren Seite. Bleibt dran, Sören. Wir überprüfen das gleich, ob das stimmt mit C. Okay, dann bleibe ich dran. Die Krönung von Elizabeth II. 1953 war ein Mega-Event und wurde in zahlreiche Länder übertragen. Die Zuschauer sahen, wie die 27-jährige Königin von 6 Ehrendamen zur Zeremonie in Westminster Abbey begleitet wurde. Eine der Damen, Lady Glen Connor, erinnert sich an ein besonderes Detail. Die Königin kam mit dem Erzbischof von Canterbury herunter, der eine winzige Flasche Brandy hatte, und er fragte: Möchten Sie einen Schluck? Offensichtlich wollte die Königin nicht, aber ich nahm dankend an. Super! Richtige Antwort! Alkohol kenne ich mich aus. Ja. Danke, Sören. Ja, genau. Du darfst die Frage gerne bei einem der nächsten Kneipenquizze nochmal wiederverwenden. Das ist sehr nett, da komme ich drauf zurück und werde sehr dann gerne natürlich auch sagen, wo ich sie her habe. Sehr genau, gut. Wir bitten darum. Ja, vielen Dank, mach's gut. Tschüss. 2500 Ciao. Sind es. Tschüss, Sören. So, ciao. Jetzt haben wir unser Soll erfüllt. Der Rest ist hier. So, dann gehen wir mal in den Garten. Ja, bleibt ja nichts mehr. Im Garten. Ist auch schön, Garten. Ja. Ein humusreicher Gartenboden ist gut für Pflanzen und A. wehrt Ameisen ab, B. schützt das Grundwasser vor Schadstoffen oder C. verhindert Maulwurfshügel. Ein humusreicher Gartenboden. Sag mal, humusreicher Gartenboden, der ist doch locker, oder nicht? Ja, würde ich auch sagen. Das ist, dann kann das doch A sein. Wenn die Ameisen Bauten machen und das stürzt die ganze Zeit ein, ist das, glaube ich, nicht so cool für die Ameisen. Als wenn die harten Erdboden haben, wo die ihre Gänge bauen können. Also ich würde A erstmal nicht ausschließen. Ja. Schützt das Grundwasser vor Schadstoff ist doch auch genau das. Das Wasser fließt doch da durch oder fließt das so schnell durch, dass das Wasser keine Schadstoffe aufnehmen kann? Ist nicht sozusagen jede einzelne Erdschicht irgendwie so eine zusätzliche Filterwirkung für das, was dann unten durchsickert? Ja. Also ich weiß nicht, ob der Humus nimmt ja so Wahnsinn, hält der so wahnsinnig viel ab von den Schadstoffen. Also okay, schließt du also B auch eher ein bisschen aus. Aber was heißt verhindert Maulwurfshügel? Dass die sozusagen, dass die immer wieder abrutschen, so wie wenn man sich aus dem, also wenn das so dass das immer wieder reinbröckelt in den Gang, das kann ich mir irgendwie... Wie bei A. Vor allen Dingen, es gibt ja so wahnsinnig viele Gärtner, die dann trotzdem so ein Maulwurfsproblem haben und die bestimmt irgendwie einmal im Jahr den pH-Wert ihres Bodens prüfen und nachdüngen und so und dann trotzdem denken, was mache ich mit den Maulwürfe? Wehrt Ameisen ab. Ameisen sind das nicht, gut, die sind über, aber so Waldboden, ist Waldboden eher humusreich oder... Ja, ich finde das wehrt Ameisen ab halt auch komisch, aber... Ja, hat das was mit dem Lied zu tun hier über Ameisenhügel, hier Ain't No Mountain High Enough?
Das wäre beim Maul, das wäre sowohl da als auch beim Maulwurfshügel. This is the end. Aber wenn wir uns zwischen A und C nicht entscheiden können, dann nehmen wir B. Dann gehen wir, also wenn schon, gegen die Wand, dann mit Vollgas. Genau, wir nehmen B. So. Genau, jetzt sehen wir eine ganz neue Taktik. Ja. Ein humusreicher Boden enthält Huminsäure. Diese sorgt dafür, dass Nährstoffe im Boden festgehalten werden können, um sie bei Bedarf an eine wachsende Pflanze abzugeben. Ein wesentlicher Faktor, warum ein humusreicher Boden besonders fruchtbar ist. Huminsäure bindet aber nicht nur Nährstoffe, sondern auch Schadstoffe, wie etwa Schwermetalle oder übermäßige Düngemittel. Diese können dadurch nicht versickern und das Grundwasser wird weniger belastet. So geht's. Jetzt haben wir's geschafft. Hättet ihr damit mal von Anfang an begonnen? Nein, alles gut. Läuft super. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Wanda Perlewitz und Bernhard haben 2.500 Euro auf dem Konto. Sven Ficke und Elton haben 2.000 Euro auf dem Konto. Gleich geht's los mit den neuen Folgen Großstadtrevier. Und wir starten jetzt in unser heutiges Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist deutsche Sprache. Mir ist es wurscht. Ja, ja. Also wir sind. Na, dann kommt wir. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Wenn du es weißt, nicht sagen. Welches Gedicht beginnt mit den Worten: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? A. Lorelei von Heinrich Heine. B. Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. Oder C. Wanderers Nachtlied von Johann Wolfgang von Goethe. Ihr habt 20 Sekunden ab jetzt. Sekunden sind um. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück. Bleiben Sie dran. Dann gibt es die Entscheidung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute starten die neuen Folgen Großstadtrevier. Direkt im Anschluss an unsere schöne Sendung geht es los. Und Wanda Perlewitz ist bei uns zu Gast im Team mit Bernhard, die Nina Seewicken und gegenüber Daniel Schirmer, Sven Fricke mit Elton im Team. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Aus der Kategorie Deutsche Sprache. Welches Gedicht beginnt mit den Worten »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten«, dass ich so traurig bin? A. Lorelei von Heinrich Heine. B. Der Knabe im Moor von Annette von Droste-Hülshoff. Oder C. Wanderers Nachtlied von Johann Wolfgang von Goethe. Wie viel Geld habt ihr gesetzt? Wanda und Bernhard haben gesetzt 2.000 Euro. Sven Fricke und Elton haben gesetzt 2.000 Euro. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort A. Team Elton tippt auf Antwort A. Der du vom Himmel bist ist aus Wanderers Nachtlied von Johann Wolfgang von Goethe. Heinrich Heines Ballade, Lied von der Lorelei. Unter diversen Titeln bekannt, 1824. Und O schaurig ist's, übers Moor zu gehen, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin, ist von? Es war ein plumper Versuch, ich gebe es zu. Antwort A, die Lorelei ist richtig. Und damit gewinnen Wanda und Bernhard. Und da spielen 4.500 Euro. Und das heißt für jeden hinter euch im virtuellen Publikum 86,54 Euro.
Das wird auch unsere drei Apple-Spieler freuen, die heute gewonnen haben. 86,54 Euro auch für euch. Herzlichen Glückwunsch, danke fürs Mitspielen. Viel Erfolg für die neuen Ausgaben, neuen Folgen Großstadtrevue. Wanda Perlewitz im Team mit Bernhard. Danke Sven Fricke, danke Elton. Das war's für heute von uns. Unbedingt dranbleiben, denn jetzt geht's los mit dem Großstadtrevue. Wieder immer montags hier im Ersten. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss, machen Sie's gut.